Seit 20 Jahren bringen Pfadfinder der PSG Augsburg das Friedenslicht aus Bethlehem in das Bistum, als Symbol für die Hoffnung auf Frieden in der Welt. Wegen der Pandemie findet in diesem Jahr jedoch kein zentraler Aussendungsgottesdienst statt. Stattdessen kann das Licht an vielen verschiedenen Orten im ganzen Bistum entgegengenommen werden. Das Motto der Aktion lautet: Frieden überwindet Grenzen. Ich finde, das passt dieses Jahr ganz besonders gut, weil dieses Jahr sind die Grenzen einfach noch mal mehr spürbar geworden als so in den anderen Jahren, weil durch Europa merkt man sonst die Grenzen, wenn man in Urlaub fährt, gar nicht. Und dieses Jahr gab es dann doch Grenzschließungen, man da kann nicht mehr in die anderen Länder. Und es ist einfach schön zu erfahren, dass das Friedenslicht als Symbol für den Frieden, für die Verbundenheit unter den verschiedenen Ländern einfach trotzdem brennen kann. Und es war dieses Jahr schwieriger, dass wir es auch bekommen, dass wir es weitergeben können. Das waren ganz andere Herausforderungen als sonst, aber es ist einfach schön, dass es trotzdem leuchten kann. Im Bistum Augsburg ankommen wird das Friedenslicht aus Bethlehem am 3. Advent. Am Sonntag, den 13. Dezember ab 14 Uhr wird es dann unter anderem auch im Augsburger Dom verteilt. Die vielen Ausgabeorte im Bistum finden Sie auch auf den Seiten der PSG Augsburg. Das Licht kann bis Weihnachten entgegengenommen werden.